Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlords. Ja, wir sind im Krieg gegen Batanien und gegen das südliche Kaiserreich. Ich habe lange überlegt, um ehrlich gesagt 15 Minuten. ich habe ein bisschen überlegt und gedacht, wir holen uns Marunat. Dann machen wir den Move mit Epicrotea und McClover und so weiter. Denn, wie gesagt, die zwei Städte hier, die hat Batanien jetzt wieder verloren. Oxhall können wir uns immer noch holen. Galand, Jakulan, Pravind, gar kein Problem. Das Wichtige ist, das südliche Kaiserreich wirklich klein zu halten. Und dafür haben wir jetzt die Möglichkeit. Und ich will es nutzen. Ich will es wirklich mit tiefer Inbrunst versuchen zu nutzen. In der Hoffnung, dass halt auch nichts passiert. Insoweit, dass wir hier Karabansev, genau, Anfasana, passt. Sie hat das, glaube ich, davor auch gehabt. Ich möchte versuchen, so viel wie möglich jetzt dem südlichen Kaiserreich wegzunehmen, dass wir die auch mal ein bisschen zurückdrängen, weil, naja, ihr seht's ja. Die haben sich hier so durchgebissen zum Teil gegen uns und ja. Oh, da kommt eine größere Armee. Das ist schon mal Tulak. Seid ihr gegönnt, auch wenn ihr schon mehr habt. Marunat könnte uns in die Hände fallen. Warte mal. Ich gucke gerade mal, haben wir hier welche, die noch weniger kosten gerade von uns. Ja, Enkurien und so, die kosten alle etwas mehr. Ich würde Marunat holen. Es hilft ja nichts. Siege Town. Auf geht's. Ja, sie kommen zurück. Sie kommen genau jetzt zurück. Ich werde weiter belagern, weil wenn sie den offenen Krieg suchen, werden wir wohl gewinnen. Das werden die nicht gegen uns schaffen. Oh, die werden mehr. Das südliche Empire hat wieder zugeschlagen. Ah, hier. 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 Kommt zu mir. Hä? Dunklandes wird angegriffen. Sehe ich das richtig? Nee, das gehört uns. Hä? Haben wir es wieder zurückbekommen, oder was? Dann kriegt es jetzt Lamenon. Der hat seine Rüstung an. Hey, Lamenon. Irgendwie ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Wir haben es wiederbekommen, obwohl wir es schon erobert hatten. Okay. Wir können hier nichts verteilen. Wir müssen es schaffen. Ich weiß, es ist nearly impossible gerade. Wenn die drei kommen, können wir es drehen. Da greift jemand Mysia an. Ja, haut die weg. Wir werden die so klein machen. So klein mit die ziehen ab. Okay, wir haben die Möglichkeit. 391 Einheiten. Ich überlege. Ich versuche zumindest einen Katapult zu machen. Es sollte reichen. Da kommt aber jetzt noch das zweite. Oh shitty, die schießen gleich drauf wie sonst was. Zwei Katapulte, bin ich voll dabei. Leaden Assault. Wir holen uns die Stadt. Die zwei Katapulte sind deswegen wichtig, weil die Katapulte die Mauern, die Leute auf den Mauern wenigstens mal schaden. Das kann so nerven. Alter, Marunat ist so eine geile Stadt. Ah, seht ihr? Seht ihr, genau deswegen haben wir das. Damit wir uns genauso zurückrächen können, wenn die uns beschießen. Nur deswegen haben wir jetzt diese Dinger da. Ja, die schießen hart zurück, ne?
wird ein harter Kampf. Wir dezimieren sie schnell. Wenn unsere Leute da einmal draufhalten würden, auf diese Mauer, dann hätten wir vielleicht nicht so ein großes Problem mehr. Da flog was. Der ist weg. Oh ja. Oh ja. Abflug. Alter, wie viele Pfeile hier rumliegen. Danke. Ich schieß gerne instant zurück, Leute. Glaub mir. Und ich bin kein schlechter Bogenschütze. Und die Moral hebt sich dadurch extrem. Irgendwas ist eingefallen. Nö. Au. Der Schuss ging richtig gut los. Und der Schuss hat uns jetzt getroffen. Alter, das ist hart umkämpft hier, der Platz. Nein, nimm doch den anständigen Bogen, Junge. Und nimm die Schuss-Botkin-Pfeile. Oder was hast du genommen? Wer hast du genommen? Wer hast du geraucht, hör mal? Nicht mit mir, hör mal hier. Ich kann hier auch einen kleinen Unterschied zwischen uns machen. Ich gehe auf die Mauer. Ihr schießt immer schön weiter, ja? Ich will da oben auf der Mauer... Ich will die Mauer halten, weißt du? Huch. Ich schwitze schon. Ich hab... Okay, hi. Wir sind aber gleich durch. Danke. Ich halte mein Schild vor und gehe nach vorne und versuche die... wegzuhalten ein bisschen. Je mehr oben sind, desto leichter wird's. Haltet das Ding um. Nein! Ich bin tot. Ah, da kann man manchmal echt nichts tun hier. Naja, aber wir stürmen ja schon das Haupttor, also. Ja, die sind echt madig, diese Schützen da. Aber wir sind durchgebrochen, also. Der Lachs ist gegessen, also. Die Thunfischdose ist leer. Guckt euch das mal an, wie wir hier reinmarschieren jetzt. Und den Rest einfach nur noch niederknüppeln. Sehr schön. Unser Kampf. Boah. Man muss schon zugeben, Marunat ist wirklich eine richtig hübsche Stadt. Muss man schon zugeben. Abgefahren. Jo. Dun. Nichts tun. Wir haben ein paar Prisoners jetzt. Infantryman. Neue Archer. Neue Rekruten. Und neue Swordsman. Endlich. Neue Loot. Und Show Mercy. Continue. Go to the Keep. Dungeon. Mend Prisoners. Prisoners abgegeben. Back to Town. Wir haben 1000. Boah, das könnte super knapp werden.
Aber wir sollten den Angriff gleich wagen. Maronat geht an... Ja. Asana oder Yokulus? Wer hat weniger? Yokulus hat relativ viel. Und Fasana hat weniger. Oh Gott, Fasana. Viel Spaß. Lamenon hat einen Zusprecher. Janugur und Lamen. Janagur. Okay. Okay. Dang Lennis ist tatsächlich gefallen. Habe ich doch verstanden. Richtig verstanden. Okay. Ich würde versuchen, Dang Lennis zu holen. Mit aller Macht. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Das steht jetzt in den Büchern. Das muss in den Geschichtsbüchern am Ende stehen. Auch wenn wir erstmal diese Armee da vorne besiegen müssen. Increase Morale Troops. Was? In your party at the beginning. Oh. Of Range Troops. Range Troops Information gain additional for the battle. Das würde ich eher sagen. Das erste. Okay. Wir versuchen hinterher zu... Oh, was ist hier los? Ist ja... Oh, oh, oh nein. Onyra. Alles klar. Okay. Jetzt wird's schwindelig. Also, wir könnten jetzt abwarten und hier wirklich eine Varus-Schlacht einführen. Und die Leute hier wirklich wegschnäggeln. Das war eine Sache. Das ist halt so das Problem. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Truppen. Weil wir sind jetzt gerade schon in der Unterzahl. Okay, die werden uns holen wollen. Sind hier... Achios ist in der Nähe. Okay, wir werden den Kampf halten müssen. Okay, wir warten kurz hier. Wir ziehen ab. Alles gut. Ist nichts verloren. Ich überlege, ob wir jetzt nicht einfach versuchen, eine Varus-Schlacht zu haben. Scheimer. Die ist entscheidend und die beiden. Ich warte die Zeit auch ab, bis sie da sind. Die sind wirklich wichtig. Gerade mit 250 Truppen, dann können wir echt in die Schlacht. Oh, ich glaube, die haben sich aufgelöst. Was uns natürlich jetzt in die Hände spielen könnte. Wenn wir einen von denen jetzt prügeln wollen. Warner the Supplier. Angriff. Tschüssken. Und damit haben wir schon wieder jemanden im Knechtle. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt angreifen, haben wir nicht viel verloren. Die greifen Maronat an, ne? Umbrella? Ernsthaft? So weit unten? Naja, gut, okay. Nein. Nicht jetzt. Auch wenn wir viel gewonnen haben, ich will Dang Lennis haben. Mir ist es egal wie. Auch wenn wir Turby verlieren. Wisst ihr was? Wir gehen Risiko. Wir marschieren jetzt rein, in der Hoffnung, dass wir das andere nicht bekommen. Und dann machen wir einfach den Frieden. Ich würde sogar die Troops losschicken. Wir gewinnen das, Dicke. Wir haben uns gut was abgeschnäckelt, aber... wen wundert's? Wir hatten keine Ausrüstung, kein gar nichts. Wir haben sie nicht ausgehungert. Wir haben die Schlacht gewonnen. Und jetzt machen wir einfach Peace mit denen. Show Mercy. Continue. Alles gut. Und jetzt Making Peace. Yes. Und alles ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Wir haben ziemlich gut gewonnen. Wir haben auch ziemlich eklig gewonnen gerade. Die haben Ostikan sich geholt. Guck mal, und wir haben auch hier wieder. Also wir haben. Jetzt sieht auch Warshak gehört wieder uns. Also, jetzt sieht die Karte wieder ganz gut durchmischt aus. Moment, wir verlassen gerade mal.
außer Onyra, das jetzt ein bisschen streikt, ne? Wir haben Melion, gut, wir haben hier Lohana, gut, ist nicht unser. Wir haben Vashik geholt, wir haben Karbenthev geholt, wir haben Dunglenes geholt und wir haben Marunat geholt. Besser kann's nicht gehen. Und hätten wir jetzt diesen Move hier gemacht und wir hätten jetzt auch noch den Krieg gegen die gewonnen, Alter. Also, ne, noch krasser gewonnen. Das wäre so mein persönliches Ziel jetzt. Honor of Dunglanus. Sucht euch jemanden aus. Panic. Ja gut, Panic. Panic machen wir auf jeden Fall. Okay, jetzt müssen wir den Bartanian richtig eine reinscheppern. Guck mal, hier wäre eine 1200 Leute-Armee vorbeigekommen. Okay, die haben Ostikan wieder. Das ist natürlich ein bisschen madig. Wir kriegen es hin. Mit denen kriegen wir es aber auch noch irgendwie gescheppert. Die haben sich Tadivil wieder zurückgeholt. Und die haben sich Ostikan zurückgeholt und Tybi. Tybi Castle wollen sie sich gerade holen. Tybi werden wir uns ganz liebevoll zurückerobern, wenn sie es jetzt holen. Und erstmal die Armee aufreiben komplett. Das ist mein Ziel gerade. Den Leuten so richtig eine reinpfeffern jetzt. Ich meine, diese Armee, die muss man einfach, da muss man ein bisschen Respekt vor haben. Da kommen 1200 Leute und es kommen eigentlich noch mehr. Und diese kleine Popeleinheit hier vorne, wenn die jetzt nicht angreifen, sind die weg. Ja, ist weg. Herb TB Castle. Ich gehe sogar selbst in die Schlacht, Leute. Das machen wir. Moment. Character. Können wir hier noch irgendwas machen? Metzen. Perfekt. Loses to Siege Bombardement has of getting wounded instead of getting killed, okay. Cover Mount from a okay, nee, dann würde ich eher das hier machen. Weil wir ja sehr viele erobern, ist das natürlich umso passender. Wir greifen an! Wir machen die platt! Auf geht's! Archers! Footmen! Horses! Come mounted on with me! Infantry! Kommt mit! Wir machen die jetzt so platt. Batania, Alter, hier oben. Schlecht prepared, würde ich sagen. Okay. Leute. Wir holen sie uns. Leute, wenn es sein muss, ich hau die um. Was ist das hier, die Reiter von Rohan oder was? Wir bekommen jetzt erstmal richtig eine geschöpfert. Geh da mal hin. Ärgert die mal. Ist halt gute. Und der Rest, wir knüppeln einfach drauf. Help! Au. Wo sind wir hin? Macht eine Shield-Wall und dann geht's rund. Die rennen jetzt in diese Shield-Wall. Und wir mit! Juhu! Macht eine kleinere Runde. Dann prallen mehr Leute auf uns. Schau ich da oben hin. Rückt zusammen, dann haben sie keine Chance mehr. Ah, da habe ich einmal das Pferd getroffen. Kommt. Oh, der hat es nochmal schön abgeblockt. Ey, komm. Ihr habt ja auch noch einen Bogen. Aua. Kommt mit, Leute. Hachi. Gesundheit. Au. Footman! Wisst ihr, was ihr dürft?
Charge die mal zu Tode, bitte, danke. Werden wir sie einfach mal weiter ärgern. Okay. Hello. Au. Die sind super verzweifelt, oder? Guck mal, was da auf sie zukommt, alles. Heidenei. Guck mal, wie die da zusammengekauert stehen, Alter. Und den hat's getroffen. Und da kommt diese Armee einfach von der Seite und rippt die weg. Ripp, Brudi. Jupp, 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 jupp. Alter. Komm, haut da mal ab. Macht's mal anständig, danke. Ich kann mit Bogenschützenreitern nur umgehen, wenn ich selber in dieser Formation kämpfe. Man kann nicht alle befehligen. Hallo. Was? Hat dir das wehgetan? Oh ja. Oh, das... Ei, Junge. Gut. Charge mal mit. Holt sie euch alle. Wo sind die? Oh, moin. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe einen von euren Landern erledigt. Oh ja, jetzt klatscht es auch hier. Au. Ganz ruhig. Oh ja, da hat's auch einen erwischt. Und Stich. Okay, da kommen unsere Leute jetzt an. Alles gut. Die werden jetzt alle niedergeknüppelt, so wie es nun mal sein muss. Haut einfach drauf. Ey. Nein, nicht getroffen. Ich brauche echt wieder meine Sense. Oder meinen Speer oder whatever das sein mag. Oh, da ist er weg. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte mit Ihnen über... Okay. Ich würde sagen, hat sich doch gelohnt, die Schlacht. Die haben uns nicht mal 100 Leute gekostet. Damit können wir anfangen. Was sind denn die Leute? Wohin rennen die denn? Das ist eher meine Frage. Und vor allem, warum? Batz. Hey. Gut, dann mach das alleine. Ah, da hat's einen Looter getroffen. Noch ein Treffer. Pass. You're my prisoner. Was haben wir denn hier? Einen landischen Rekruten, den nehmen wir. 112 Prisoners. Alle uns, passt. Infantryman. Einen landischen Rekruten, mehrere Schwertkämpfer. Imperial Infantryman. Imperial Bla. Mervalion oder wie die heißen. Also die... Imperial Infantryman? Okay, krass. Wir haben schon gar keine mehr gehabt. Und Mervalions.
Ja, Prisoner Limit kann ruhig hoch sein, alles gut. Sohle. Haben wir das gepackt? Gut, dann würde ich sagen, Ostikan ist unsere nächste Stadt, die wir bekommen. Ich lager nur mal kurz hier ein paar Leute ab. Dungeon, Donate Prisoners, viel Spaß. Und gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann kümmern wir uns wirklich mal um Batanien wieder. Über Ostikan nach Oxhall. In Oxhall fällt Pravent. Und dann haben die eigentlich schon nichts mehr zu lachen. Kaleos ist halt wirklich so eine Stadt, die irgendwo, also das kleine Ding da unten, was man auch immer erobern muss. Irgendwann müssen wir uns um das hier kümmern. Aber jetzt kloppen wir erstmal die Batania so kurz und klein, wie es nur geht. Jetzt, wo wir tatsächlich wieder Caravans of Dunglanis Mahonat haben und Vashek, also das hat den, ich glaube, das hat den richtig wehgetan, diese Schlachten hier. Gut, die Aserei müssen wir auch nochmal auf den Kopf hauen, aber das bleibt uns beim nächsten Mal eher dann der Spaß. Gut, von daher würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank. Tschüssi!